Hallo und willkommen im Kanal Gehacktes from Hell, live aus der Bierscheune der alten Hölle inmitten von Brandenburg. Wir haben heute ein Projekt aus der Umgebung eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Svenja und Daniel von der Schäferei Arnsnest. Die beiden werden heute mit uns über die Frage sprechen, wie kann man Klimaschutz, Tierwohl und Artenvielfalt zusammenbringen. Von zu Hause, von den Geräten aus, könnt ihr Fragen stellen, über Twitter mit dem Hashtag RC3Hell oder im IRC oder Rocket Chat mit dem Hashtag RC3-gehacktesfromhell. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Daniel von der Schäferei Arnsnest. Wir sind eine Hofgemeinschaft, eine Genossenschaft und haben auch einen Verein gegründet und ja, haben die Schäferei Arnsnest hier direkt 5 Kilometer durch den Wald ja, wiederbelebt, wie ihr hier die Hölle wiederbelebt. Genau, danke für die Einladung. Wir freuen uns voll, spontan hier zu sein. Genau, und ich bin Svenja und bin als Mitstreiterin gerade im Thema Landwirtschaft eben dabei, seitdem die Gemeinschaft in der Schäferei Arnsnest da den Ort bespielt und ja, wie Daniel gerade gesagt hat, das sind ein paar Jahre jetzt, 2,5 Jahre und ja, wir sind hier und wir kennen uns eigentlich auch, Daniel und ich, schon aus Berliner Zeiten und zwar, weil wir beide immer leidenschaftlich zum Thema Boden gearbeitet haben und wir kommen ein bisschen mit der Frage, warum ist es eigentlich wichtig, über Boden zu sprechen und ja, Daniel, warum ist denn das wichtig und was ist Boden eigentlich? Ja, wie Svenja schon sagte, wir haben in Berlin angefangen und wenn man in Berlin eine Schulklasse fragt, was ist eigentlich Boden, dann denken die gleich an Linoleum, an Parkett, an Steinfußboden und nicht an den gewachsenen Boden. Und darum soll es heute eigentlich gehen, also die Lebensgrundlage Boden, die uns ernährt, die unseren Müll aufnimmt, die aber auch das CO2 als Humus im Boden speichert und damit eine ganz wichtige Klimarolle spielt. Das meiste Boden ist aber anorganische Materie, die über die Gletscher, über die Vulkane irgendwann entstanden ist und hier abgelagert wurde. Und das, was uns so wichtig ist, ist aber ein ganz kleiner Teil dieses Bodens. Das ist die tote organische Masse, der sogenannte Humus, also nicht der Humus auf den Falafeln, sondern der Humus im Boden. Und darum sind wir hier. Genau. Ich erzähle oft Leuten, dass ich zum Thema Klimawandel und Landwirtschaft arbeite und viele Menschen, die vielleicht nicht so in der Bubble stecken, sehen da den Zusammenhang gar nicht so auf der Hand liegend, aber was eigentlich, finde ich, der totale Wahnsinn ist, dass die globalen landwirtschaftlichen Böden zusammen mehr Kohlenstoff als alle Wälder zusammen speichern, also ungefähr 3-mal so viel und dass wir da eigentlich auch eine Situation gerade weltweit haben, und zwar eigentlich eine Situation, die gar nicht so schön ist, und zwar, dass sehr viele landwirtschaftliche Böden und auch nicht nur landwirtschaftliche, aber gerade die, von denen unsere Ernährung so extrem direkt abhängt, höchst degradiert sind oder sich auf gutem Wege dahin befinden. Das ist erstmal eine Situation, wo man sich denkt, ja, scheiße, ist ja nicht so gut. Was darin allerdings steckt, ist ein riesiges Potenzial, und zwar diese Böden wieder aufzubauen. Was heißt Boden aufbauen? Das ist das, was Daniel gerade erwähnt hat. Und zwar in vielerlei Hinsicht einfach die organische Substanz im Boden erhöhen. Und damit erhöht sich auch automatisch der Kohlenstoffgehalt, Humus, also dieses, was Erde so fruchtbar und auch so dunkel macht. Das ist nämlich zu ungefähr 68% Kohlenstoff. Und das Potenzial von Böden, Kohlenstoff zu speichern, und zwar auch relativ dauerhaft, also in Teilen ein paar hundert, teilweise auch ein paar tausend Jahre, wenn das sogenannter Dauerhumus wird, ist einfach ziemlich umwerfend. Und je nach Studie, wie das eben mit der Wissenschaft so ist, ist dieses Potenzial eher konservativ gerechnet, vielleicht so 30% der globalen Emissionen pro Jahr, teilweise aber auch bis zu 100%, die wir in unseren landwirtschaftlichen Böden binden könnten, wenn wir denn mit ihnen entsprechend umgehen. Wie sieht das denn aus? Ja, und das ist eben das, was wir gerade eigentlich nicht machen. Denn im Moment geht es eigentlich genau in die andere Richtung. Wenn wir die Böden hier vor 100, vor 200, vor 1000 Jahren uns angeschaut hatten, wären sie alle schwarz und fruchtbar. Und wer heute hier über die Äcker geht, der sieht
Sandwüsten. Die meisten Böden hier in Brandenburg haben eigentlich Kohlenstoffgehalte oder Humusgehalte von weniger als 2%. Und die FAO, das ist die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der UNO, die sagt, dass sich solche Böden eigentlich schon auf dem Weg in die Wüste befinden. Und wer sich Klimaprognosen für die nächsten Jahre anschaut, der kriegt es mit dem Fürchten zu tun, was uns hier vielleicht in Brandenburg erwartet. Aber, wie Svenja schon sagte, da lässt sich gegensteuern. Genau, und das machen wir vor Ort auch. Wie sieht denn das aus? Also wie gesagt, hier quer durch den Wald erstreckt sich da eine größere Lichtung. 15 Hektar Land, davon gehören uns 8,5. Wir haben auch gerade eine Fundraising-Kampagne, die die letzten 6,5 Hektar sichern wollen. Boden sichern, um eben dort Bodenaufbau zu betreiben, also den Kohlenstoffgehalt im Boden zu erhöhen, um eben dort CO2 aus der Atmosphäre als Humus einzulagern. Das machen wir seit 2 Jahren und sind auch schon ein kleines Stückchen vorangekommen. 0,1% Humus haben wir schon eingelagert. Und ich habe mal durchgerechnet gestern, das sind schon 100 Tonnen auf den Flächen, also 100 Tonnen CO2-Äquivalente, die wir dort speichern konnten. Und das ist das, was wir dort erfahrbar machen wollen. Wir wollen jetzt nicht CO2-Zertifikate verkaufen und damit reich werden, sondern die Schäferer Ahrensnest ist ein Lern- und Forschungsraum. Wir versuchen dort, diesen Bodenaufbau für andere Menschen erfahrbar zu machen. Dazu haben wir Schülerinnen und Studenten auf dem Hof und binden die ein in die Maßnahmen, die wir dort machen und aber auch in die Untersuchungen des Bodenkohlenstoffgehalts. Wir nehmen dort Bodenproben, wir zählen Regenwürmer, wir schauen uns den Boden an, wir schauen die Veränderung an und lassen die Menschen, die uns auf dem Hof besuchen und teilhaben, ja, lassen sie teilhaben an dieser Veränderung und versuchen damit ja auch eine Handlungsmächtigkeit für diesen Menschen spürbar zu machen. Also nicht nur als passives Opfer des Klimawandels, sondern als aktiver Akteur, der und die etwas gegen den Klimawandel beitragen kann. Und wie machen wir das? Ja, wie machen wir das eigentlich? Genau, also vielleicht nochmal kurz einen Minischritt zurück. Tierhaltung per se genießt natürlich gerade in der ganzen Klimakrisennummer einen ziemlich schlechten Ruf und auch definitiv zu Recht, hat sehr viele Emissionen und so weiter. Das wissen wir mittlerweile ja alles. Es gibt aber durchaus Mittel und Wege, gerade wenn Tiere auf Grünland gehalten werden, dass zum Beispiel eine Kuh prinzipiell mehr Kohlenstoff innerhalb ihres Lebens binden kann, als sie an Äquivalentmethan ausstößt. Das sind ziemlich steile Thesen, aber die Richtung ist auf jeden Fall, finde ich, sehr spannend. Und vielleicht noch als kurzes Beispiel, so sahen die Böden aus im Ahrensnest, als der Ort von der Gemeinschaft übernommen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber es sind höchstgradig degradierte Böden. Es ist komplett runtergefressen, da geht nicht mehr viel und auch die organische Substanz war eben sehr niedrig. Und wir haben eben letztendlich einfach die Weiden schon mal nach dem Prinzip Mob Grazing nennt sich das, also sehr viele Tiere auf sehr kleinem Raum für sehr kurze Zeit grasen lassen. Das hier ist unsere erste sehr, ich sag mal naive, aber nett gemeinte Planung. Wie bauen wir denn die Zäune im Ahrensnest auf? Ihr seht ein schönes Luftbild von den Weiden. Man sieht auch sehr gut, da ist alles runtergefressen. Und wir haben eben einfach angefangen, das Ganze in Parzellen zu begrasen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 36 Parzellen, die wir übers Jahr begrasen lassen. Die Tiere sind dann oft nur ein paar Tage da drauf und ziehen dann zur nächsten Parzelle weiter. Das ist so ein bisschen das Detail daran. Und das ist eine der Möglichkeiten in dem sehr weiten Bereich, der sich regenerative Landwirtschaft nennt. Also so ein bisschen die Frage, wie kann Landwirtschaft Teil der Lösung in der Klimakrise sein? Und das ist so einer der Wege, wie man, wenn man denn Grünland hat, damit umgehen kann und eigentlich dazu führen kann, dass Böden sich eher wieder regenerieren, dass sie eben Kohlenstoff einlagern. Und so weiter und so fort. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran und das ist aber so das Thema, für das wir beide auf jeden Fall sehr brennen und, ja, wie Daniel auch sagt, an diesem Ort erfahrbar machen wollen. Erfahrbar machen wollen und eben, vielleicht ganz kurz, bevor wir auf deine Kampagne eingehen, auch Menschen teilhaben lassen, weil diese 36 Parzellen sind nicht einfach so entstanden. Man stellt sich das vor, man macht so ein paar Striche hier virtuell auf dem Bildschirm und schon sind sie da. Nein, seit 2 Jahren setzen wir Zaunpfosten und immer wenn ich, also am Wochenende haben wir so Aktionstagen und immer wenn ich dann aufrufe, meine Mitgenossin, lass mal wieder Zaunpfähle setzen, dann ist so ein müdes Brummeln in der Gemeinschaft, weil wir schon 300 Zaunpfähle gesetzt haben. Ich glaube 50 Kilometer Zaunlitze dort gezogen haben und
jetzt eben auch nach langer Planung angefangen haben, entlang dieser Zaunlinien Bäume zu pflanzen. Denn das offene Grünland hat gerade in den trockenen Jahren extrem gelitten. Die Tiere haben extrem gelitten. Wir hatten kaum Schatten dort. Wir hatten eine vertrocknete Steppe eigentlich nur. Und da wollen wir entgegenwirken, indem wir dort eben ja, versuchen, die Landschaft wieder ja, zu bereichern, Strukturen zu schaffen, die eben dort ja, Schatten spenden, Verdunstung verringern eben und dort langfristig ein Ökosystem erhalten, was zukünftig Menschen und Tiere ernähren kann. Und das ist natürlich immer ein großes Spagat. Landschaften verändern wir auch die Ökosysteme. Wir haben dort nämlich einen ja, seltenen, trockenen Magerrasen und haben dort auch Wiesenbrüter. Wenn wir jetzt anfangen, Bäume zu pflanzen, den Boden aufzubauen, tun wir vielleicht was fürs Klima und für die Menschen. Aber was ist mit den ganzen Insekten, den Vögeln, den seltenen Pflanzen, die dort sind? Und versuchen dort eben immer eine Mischung zu finden zwischen einem, ja, praktischen Naturschutz, also Halt von Biodiversität und seltenen Arten, die in seltenen Biotopen dort leben und gleichzeitig einer zukunftsgewandten Landwirtschaft, die eben dort als Experimentier- und Forschungsraum sich entwickeln darf. Und das Ende ist noch offen. Genau. Ja, und falls euch das Thema grundsätzlich interessiert, was eigentlich meine Arbeit ist. Ich mache gerade eine YouTube-Serie zum Thema regenerative Landwirtschaft und besuche eben Betriebe im deutschsprachigen Raum, die diese Form von Landwirtschaft umsetzen oder damit anfangen. Und das sind gar nicht so wenige. Und ich lerne auch immer mehr kennen und bin einfach begeistert davon, wie viele Menschen den Mut haben, diese Wege zu begehen. Das bedeutet nämlich auch oft erhebliches Risiko, weil es heißt, die brechen gerade mit einem vorherrschenden System und machen es auf ihrem Betrieb und in ihrer Welt anders. Und ja, falls euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Der Kanal heißt Wir stehen drauf. Genau, und jetzt stellen wir vielleicht noch kurz für Menschen, die uns erreichen wollen hier in der Region oder auch zu dem Thema unsere beiden Websites vor. Daniel, vielleicht kannst du da nochmal durchgehen. Genau, also das ist die Webseite unserer Schäferei, sei Teil des Wandels, sei mit dabei. Wir suchen noch Unterstützerinnen, um Land zu retten, Dächer zu decken und den Lernort ja, aufzubauen. Und was wir dort schon machen, ist eben ja, der Lernort Bauernhof entsteht dort, einer der wenigen in Brandenburg. Wir machen, ich hatte es ja eben gesagt, Landwirtschaft und Ernährung und eben auch regenerative Landwirtschaft erfahrbar. Und das mit Kindern und Jugendlichen. Jede Woche haben wir bei uns auf dem Hof Kinder, die dort mitarbeiten, die Teil des Hofprojektes sind. Und das ist für mich eine Vision, die, ja, die finde ich zukunftsträchtig ist, dass wir eben Landwirtschaft nicht als etwas begreifen, was extern draußen von großen Maschinen gemacht wird, sondern wir Teil dessen sind, Mitgestalter sind, Mitnutzer sind und auch Mitverantwortung tragen. Und das versuchen wir hier exemplarisch auf der Schäferei Ahrens aus unseren Flächen eben ja, schon zu verwirklichen. Suchen dafür auch immer Unterstützerinnen und Mitwirkenderinnen und wollen uns nächstes Jahr eben auch einem größeren Publikum öffnen. Sind auch fast jedes Wochenende offen für Aktionstage, an denen man dort mitwirken kann und bieten auch Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche an. Gleichzeitig haben wir auch Studierende bei uns auf dem Hof. Also dieses Forschungsprojekt wird nicht nur von uns betrieben. Ich habe jetzt, wir versuchen da gerade ein Bodenlabor aufzubauen, haben aber auch Studierende, die quasi das als Forschungsraum nutzen, um ihr theoretisches Wissen praktisch zu verorten und dort ihre Erfahrungen und Kenntnisse ja, mit praktischen Fragestellungen zu kombinieren. Also wirklich ein offener Raum, der viele Fragen hat und nach Antworten sucht und da Mitstreiter, Forscherinnen, Forscher sucht, die dort ja, Lust und Zeit haben, sich diesen Zukunftsfragen zu widmen. Genau, und wir haben auch noch eine kleine Website zur Klimaweide, nennen wir das Klimaweide Ahrensnest, falls ihr da mal reinschauen wollt. Das ist die klimaweide.org und da seht ihr noch mal ein paar spezifischere Dinge zu unserer Arbeit mit dem Grünland vor Ort und man findet uns seit neuestem auch auf Instagram unter Schäferei Ahrensnest und Klimaweide Ahrensnest. Genau, und dann würde ich sagen, danke für die Einladung und wer jetzt Fragen hat, kann gerne damit losschießen. Die werden jetzt nochmal anmoderiert und reingegeben. Ja, super. Auch von mir nochmal vielen Dank für euren spannenden Vortrag.
Und das Internet sagt auch vielen Dank für euer tolles Projekt und eure wichtige praktische Arbeit in Richtung Kohlenstoff angereicherter Landwirtschaft. Und es gibt auch eine Frage, und zwar, wenn ihr nochmal spezifizieren könntet, was ihr genau meint mit Dauerhumus. Und zu der Frage gibt es auch gleich noch einen Kommentar, den lese ich jetzt einfach mal vor. Aktuell kehrt sich die Wissenschaft ja im Generellen vom Begriff Humus ab. Und es wurde vielfach gezeigt, dass die mittlere Verweildauer von organischem Kohlenstoff, der durch den Abbau von Pflanzenmaterial entsteht, wenige Jahrzehnte beträgt. Da, genau, das ist spannend, das ist natürlich ein dynamisches Feld. Es gibt definitiv Dauerhumus, das ist, denke ich mal, wissenschaftlich nachgewiesen, aber was man natürlich auch dazu sagen muss, dass die Kohlenstoffspeicher im Boden dynamische Speicher sind und genau da wendet sich auch die Wissenschaft gerade eher hin, ohne zu sagen, oh Mist, dann können wir ja gar nicht speichern, weil natürlich ist es ein erstmal menschliches Ding und in unserer technischen Gesellschaft zu denken, ein Speicher speichert, Punkt. Was wir aber machen können, ist, dass wir Kohlenstoff temporär binden über Zeiträume, die relativ gut einschätzbar sind und damit natürlich eine dynamische Kohlenstoffsenke erzeugen, die aber essentiell für uns sein könnte. Und das muss man natürlich zu all diesen regenerativen Landwirtschaftsthemen dazu sagen. Das heißt nicht, wir sagen, yay, wir tun den ganzen Kohlenstoff in den Boden und dann ist gut, sondern natürlich muss das einhergehen mit einem radikalen Umbau von den emissionsbasierten Industrien und weiteren Sektoren, die wir haben. Also man kann natürlich nicht sagen, so, wir stopfen das jetzt da rein und gut ist. Wie dynamisch die Kohlenstoffsenken sind, genau, das ist eine Frage der Wissenschaft. Und ja, da streiten sich die Geister ein bisschen rum. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist bewiesen, dass es keinen Dauerhumus gibt. Aber ja, wir sind da natürlich auch nicht die Wissenschaft, die da ganz am Ende angelangt ist, ja. Ja, und vielleicht als Ergänzung ganz konkret zu unserem Beispiel. Wir reden ja von Dauergrünland. Ja, also viel dynamischer sind natürlich die Kohlenstoff im Haushalte im Ackerland, wenn natürlich dort was eingetragen wird, im nächsten Jahr umgepflügt wird, irgendwie ganz viel von dem Kohlenstoff wieder oxidiert. Aber wir auf unseren Dauergrünlandflächen haben relativ stabilen Kohlenstoffdynamiken. Also man kann sich das eher vorstellen wie quasi ein Kühlschrank, der noch ziemlich leer ist. Ja, wir haben so einen leicht lehmig-sandigen Boden und der kann 5-6% Humus aufnehmen, dann ist der Kühlschrank irgendwann voll und wir liegen jetzt teilweise auf den Flächen bei unter 1%. Ja, also bis irgendwann wir so ein Level erreichen, wo es irgendwie schwierig wird, können wir da mehr einlagern oder wie dynamisch ist es, haben wir noch ganz schön viel Luft nach oben. Und wir haben es jetzt vorhin gesagt, in 2 Jahren haben wir 0,1% erreicht. Das ist also noch ein langer Weg, den wir vor uns haben. Genau, und da muss man sich einfach das globale Potenzial angucken. Das ist gigantisch. Und klar, Dauerhumus ist was auch eher die tieferen Bodenschichten betrifft. Und da gibt es viel Unklarheit zu. Aber allein die Erhöhung der dynamischen Kohlenstoffspeicher, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind global. Also es hat einfach ein Riesenpotenzial. Das ist, glaube ich, unbestritten. Inwieweit das menschlich jetzt mit unserer Kultur und so, wie wir Landwirtschaft betreiben, machbar ist. Also der Kulturwandel, der dazu gehört und der Strukturwandel, der ist, ja, das muss eben geschaut werden. Wen wählen wir, was machen wir, wen finanzieren wir? Die üblichen Fragen sozusagen im Wandel. Ja, ich habe auch selber noch eine Frage an euch und zwar, das ist ja letztendlich ein Thema, was zwar für Brandenburg sehr wichtig ist, aber auch, wie ihr schon gesagt habt, global ein wichtiges Thema. Was ist denn so eure Erfahrung? Gibt es mehr Interesse an dem Projekt aus der Region oder bekommt ihr es mit, dass viele Leute überregional versuchen, sich zu informieren und gibt es da dann Anknüpfungspunkte für die Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, vorbeizukommen? Also du hast ja zum Beispiel den YouTube-Kanal erwähnt, gibt es da vielleicht noch mehr? Also ich würde mal sagen, beides. Es gibt sowohl Interesse als auch aus der Region und man muss auch sagen, die Region hier ist natürlich eine, die grundsätzlich in diesen Themen auch aktiv ist. Und es gibt aber auch außerhalb der Region viel Interesse, also Menschen, sag mal, die uns digital kontaktieren und sagen, hey, ist ja spannende Arbeit, die ihr da tut, können wir mal vorbeikommen oder können wir mal telefonieren oder keine Ahnung. Ja, ich würde einfach sagen, sowohl als auch. Und gerade auch Daniel setzt sich sehr eben für die Verbindung mit Schulen ein und das Ganze als Lernort auszubauen und da eben auch hier vor Ort und lokal zu wirken.
Und wie gesagt, wir haben halt relativ niedrigschwellige Partizipationsmöglichkeiten, irgendwie mit offenen Aktionstagen, da laufen ja auch Bilder im Hintergrund irgendwie, wo man einfach dabei dazukommen kann. Und gleichzeitig haben wir Leute, die schreiben uns aus Süddeutschland an und sagen, hey, wir finden das total toll, was ihr in diesem Projekt dort macht. Können wir nicht im Sommer mitarbeiten oder ist noch Platz in eurer Gemeinschaft irgendwie? Also das ist, glaube ich, auch überregional. Gibt es Möglichkeiten, daran teilzuhaben und sich einzubringen. Und vielleicht nochmal als kleinen Punkt, wenn der reinpasst. Also man muss auch sagen, diese ganze Kohlenstoffspeichernummer ist auch definitiv nicht das, was total an erster Stelle steht. Es geht auch viel darum, die Böden einfach auch klimaresilient zu machen. Und das ist definitiv unbestritten, dass Böden mit höheren Humusgehalten deutlich klimaresilienter sind, in dem Sinne, dass sie Wasser aufnehmen, abgeben können. Das ist einfach was, was sehr, ja, so ein Basic für die Landwirtschaft in dem Sinne ist. Und auch zum Beispiel für sowas wie Hochwasserschutz, also Themen, die auch dieses Jahr sehr hoch in den News waren, aus den Gründen heraus, dass es eben passiert, dass Wetterextreme immer mehr passieren. Und auch da sind Böden einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch zum Thema Artenvielfalt, wie du es in der Intro erwähnt hast, kann man auch noch viel in die Richtung erwähnen. Also es hat sehr viele Win-Win-Win-Effekte und es macht natürlich in dem Sinne erstmal keinen Sinn, das nur an dieser CO2-Äquivalentnummer aufzuhängen, sondern auch zu sagen, das hat so viele gute Gründe, Boden aufzubauen, dass wir es in jedem Fall verfolgen wollen und auch erforschen. Also auch mit allen Kontroversen erforschen irgendwie. Also wir auch festgestellt haben, auf bestimmten Flächen, die wir jetzt eben diesen intensiver beweiden, haben wir bestimmte Arten dann wiederum verdrängt. Also Pflanzenarten, die wir auf anderen Flächen, die wir noch nicht so bewirtschaften, eben noch haben. Also dann eben dieses Abwägen, ja, was wollen wir eigentlich jetzt, der seltene Magerklee wichtiger als ein fruchtbarer Boden irgendwie. Und da ja, sind wir auch noch mit uns am Ringen irgendwie und einen Mittelweg zu finden. Wo lässt man Nischen, wo lässt man irgendwie, intensiviert man eine Nutzung und suchen uns da eben auch Rat von externen Fachleuten. Also das ist auch was, wo wir immer Unterstützung brauchen, uns über Hilfe freuen, wenn Menschen mit ihrer Fachkompetenz, mit ihrer Begeisterung für den Magerklee, für die Vögel, für den Kammmolch, was auch immer es ist, irgendwie kommen und das Wissen mit uns teilen und eben ihre Begeisterung auch mit uns teilen. Super. Okay, also man kann euch unterstützen mit Fachwissen, mit hands-on vorbeikommen, mitarbeiten. Gibt es noch andere Arten, auf die man euch unterstützen kann? Na, auf jeden Fall die Funding-Kampagne der Schäferei Ahrensnest, die gerade eben online ist. Die kann man auch sehr gerne unterstützen. Daniel hat sie ja schon kurz vorgestellt. Ja, also wie das ja bei vielen Projekten so ist, wir versuchen Land zu sichern. Land ist knapp und kostbar und wir versuchen gerade die letzten 6,5 Hektar, die bei uns an die Schäferei angrenzen, die auch seit 600 Jahren zur Schäferei dazugehören, versuchen wir zu sichern. Uns hat das Geld bisher nicht gereicht und versuchen ja dafür neue Mitglieder unserer Genossenschaft zu gewinnen, die ja dort Geld anlegen wollen, damit ja Boden sichern wollen, Bodenfruchtbarkeit fördern wollen und eben auch Artenvielfalt fördern. Na, das ist natürlich eine Möglichkeit für alle Menschen, die auch ganz weit weg sind irgendwie und nicht teilhaben können, indem sie irgendwie ihre Hände zuscheuen, uns ja, monetär zu unterstützen. Super, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit und herzlichen Dank für euren Besuch und schön euch kennenzulernen und danke auch an das Publikum und an das WOG und bis demnächst mal wieder in der Gegend. Danke euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.